Wird noch ein Schuss. Kommt nicht durch. Und dann geht es hier gleich richtig Zoff. Genau, war klar. Check in der Sirene, war logisch, was hier passiert. Und Leute, feuerfrei. Fröhliche Weihnachten. Jetzt lassen sie es raus. Und Manik, es ist der Klassiker. Das ist es halt eben auch, was die Zuschauer sehen wollen. Ja, sicherlich. Ich meine, die Einsatz ist bis zur letzten Sekunde. Und da war ein Check an der Bande. Und der eine Spieler, soweit ich weiß, hat seinen Schläger in der letzten Sekunde hochgetan, um sich zu schützen. Und jetzt sind die Leute wirklich sauer, weil der Schläger hochkam. Oh, hat aber nochmal richtig ausgeteilt hier Stefan Ustorf. Der ist sowieso schon völlig auf 180 gewesen vorher. Und hat jetzt Boris Blank nochmal ins Gesicht geschlagen. Trepanier liegt da für meine Begriffe leicht angeschlagen, um es noch vorsichtig zu sagen, oder? Es ist, glaube ich, Pascal Trepanier. Jetzt liegt auch noch Blank. Der wurde ja getroffen von einem Haken von Stefan Ustorf. Also einiges aufzuschlüsseln und einiges auseinander zu dividieren wieder. Oh, der ist aber böse erwischt worden gerade. Man sieht, der hat so Platzwunde über die Augenbrauen. Ja, Ustorf hat ja, ich glaube, es war ein rechter Haken, gerade, eine rechte Gerade. Aber ich habe den Eindruck, dass das keiner gesehen hat vom Eispersonal, vom Bodenpersonal sozusagen. Das war nämlich eine heftige Geschichte von Stefan Ustorf. Na, das werden wir sehen. Vielleicht ist es aus dem Gefecht vorher passiert, das weiß man nie. Na, aber ich denke schon auch, dass es irgendwo durch dieser Schlag gekommen ist. So, man sieht zu Hause, es ist also jetzt so 5 Minuten und wir sehen noch mal, was alles passiert ist. Oh ja. Ja, natürlich. Das war die rechte. War die rechte, ja. Und zwar gute. Ja, so kann man es auch sagen. Und es ist eigentlich vor den Augen der Linesman passiert. Ja, wobei man muss dazu sagen, halt, da ist auch eine Situation hier, wo man steht. Normalerweise, wenn zwei Gegner gegenüber einander stehen, darf ein Dritter nicht dazukommen. Und ich meine, den Krefelder möchte ich kein Schuld dazu sprechen, weil er hat versucht, dazwischen zu gehen. Er wollte eigentlich ihn zurückhalten. Im Aber das ist gerade das Gefahr, wenn ein Dritter dazukommt. Der Boris Blank hat das Schlag von Ustorf gar nicht gesehen. Und das war auch ein bisschen unglücklich, das Ganze. So, das ist die Aktion, die zum Entladen der Emotionen führt. Ja, das ist ganz klar. In die Sirene rein und man konnte eigentlich sagen, kannst du die Uhr nachstellen, wenn sowas passiert, gibt es natürlich genau das, was dann entsteht hier. Und dann ist es unübersichtlich. Ja, aber Blanks Schläger ist hoch da, ganz klar. Ja, das darf nicht sein vorher. Blank ist sowieso kräftig dabei. Mhm. Dann kann man von Glück reden, dass der Berliner nicht mit dem Hinterkopf aufs Eis knallt bei diesem Sturz, weil er den Pell nämlich schon abgenommen hatte. In dem Fall André Rankl war es. Also da hat einer was angezettelt und ist dann vielleicht unsauber dafür bestraft worden, aber letztlich war er ja nicht unbeteiligt, also nicht, dass man es mal falsch versteht. Ja, ich denke halt in den Aktionen am Anfang, das war ganz ein Check, sage ich mal, mit der Schulter und der Schläger kam hoch und deswegen waren die Eisbären sauer und der Rest entsteht viel Nicklichkeiten, sage ich mal, dazwischen und den Schlag von Ustorf natürlich, der wird auch bestraft, da bin ich mir ganz sicher. Also wir müssen ja mal nochmal sagen, es gab ja auch schon diese Spieldauer-Disziplinarstrafen gegen Walser und gegen Pieter. Mal reinhören. 2 plus 10, Check gegen den Kopf und 5 plus Spieldauer wegen übertriebener Härte. Lang 2 plus 10 Rankl, plus 5 plus Spieldauer. 2 plus 2 übertriebener Härte plus 10 wegen Wegschmeißen der Handschuhe. Und Ustorf 5 plus Spieldauer wegen Faustschlag. 5 plus Spieldauer gegen Ustorf wegen des Faustschlags, den wir gesehen haben. Die Strafe für Blank haben wir auch gehört. 2 plus 2. 2 plus 2 und dann nochmal 10. Oben drauf. Ja. Jetzt die Verlängerung.
zum Ende dieses mit 4 gegen 4 gehen wir jetzt in die Verlängerung. Für den Spieler mit der Nummer 24 aus Krefeld, Boris Blank. 2 plus 10 Strafminuten wegen Schecks gegen den Kopf. Plus Spieldauer wegen unnötiger Härte. So, jetzt jubeln sie alle und gleich kommt die Nummer mit Ostdorf.